Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Wunderkessel-Kanal. Aktuell werden die Tage draußen immer kürzer und wir bewegen uns auf das Ende des Jahres zu. Das bedeutet aber auch, dass die Weihnachtsmärkte wieder eröffnen und dort gibt's gebrannte Mandeln. Wie ihr die zu Hause nachmachen könnt, zeige ich euch heute. Viel Spaß! Dafür brauchen wir 200 Gramm ungeschälte Mandeln, 80 Gramm braunen Zucker, einen halben Teelöffel Zimt und so ca. 10 Gramm Wasser. Wir beginnen, indem wir die Mandeln in den Thermomix geben. Dazu kommt der Zucker und der halbe Teelöffel Zimt. Jetzt machen wir einmal den Deckel zu. Den Messbecher können wir rausnehmen. Und jetzt stellen wir hier 6 Minuten ein. 6 Minuten das Ganze auf Varoma-Stufe. Wir rühren im Linkslauf auf Stufe 1. Das Ganze bestätigen wir einmal und jetzt geben wir schnell das Wasser dazu und starten den Prozess für weitere 9 Minuten, bis so ein Sirup entsteht. 9 Minuten, das Ganze weiter auf Varoma-Stufe und wir rühren wieder im Linkslauf auf Stufe 1. Sollte das Wasser zwischendurch komplett verdampft sein, könnt ihr noch ein bisschen was dazugeben. Dann bestätigen wir nochmal. So, das sieht schon mal richtig gut aus. Die ganzen Mandeln sind jetzt von so einer Zuckerhülle umgeben. Und jetzt geben wir die einmal hier aufs Backblech. Und jetzt verteilen wir die Mandeln einmal. Dann gehen die Mandeln, so wie sie jetzt sind, für so circa 10 bis 15 Minuten bei 175 Grad Umluft in den Ofen. Dabei solltet ihr darauf achten, dass ihr sie ab und zu immer mal wendet, dass sie nicht verbrennen. So, wir sind jetzt zurück. Die Mandeln waren jetzt so für circa 10 Minuten im Ofen und jetzt sieht das Ganze so aus. Dann würde ich sagen, wird jetzt Zeit für einen Geschmackstest, oder? Sind sie gelungen oder nicht? Sehen auf jeden Fall schon mal gut aus. Doch, die sind auf jeden Fall richtig gut gelungen. Also die Schale ist richtig schön kross und schmeckt einfach auch echt gut. Übrigens eignen die sich auch richtig gut als Geschenk für Weihnachten, falls ihr da noch so ein paar Ideen sucht. Damit würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Wenn ihr jetzt noch nach weiteren Rezepten Ausschau halten wollt, guckt doch mal in unserem Wunderkessel-Forum vorbei. Dort habt ihr die Möglichkeit, zwischen 1000 Rezepten auszuwählen. Hier auf dem Kanal sehen wir uns dann nächste Woche Freitag wieder mit einem neuen Video aus der Wunderkessel-Küche. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao!